herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zum Thema Achsübersetzung. Da haben wir Aufbau, Funktion und was man noch so beachten sollte. Die Achsübersetzung finden wir im jeweiligen Achsgetriebe. Das kann bei frontgetriebenen Fahrzeugen im Schaltgetriebe mit integriert sein oder bei heckgetriebenen Fahrzeugen hinten im sogenannten Differential. Da gibt es verschiedene Zahnradpaarungen und diese letzten Endes bilden die sogenannte Übersetzung. Die hat einen entscheidenden Einfluss auf mein Fahrzeug bezüglich Beschleunigung und Topspeed. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sogenannte Kurzübersetzung habe, das heißt, ich habe eine hohe Eingangsdrehzahl von der Kardan- oder Gelenkwelle, die jetzt beim Heckgetriebenen zum Beispiel, und eine relativ geringe Ausgangsdrehzahl, ist das eher darauf ausgelegt, wenn ich zum Beispiel Beschleunigung, Sprint oder Bergrennen fahre, bergiger Gegend. Will ich das Topspeed, nehme ich eher eine lange Übersetzung, sprich das Verhältnis ist kleiner, praktisch die Eingangsdrehzahl und Ausgangsdrehzahl ist der Drehzahlunterschied nicht so hoch. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, 2,93 oder nachher 3,68 zum Beispiel, das ist so eine kürzere Übersetzung. Je größer der Unterschied, desto kürzer die Übersetzung. Das heißt, das sagt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Übersetzung habe, wie gesagt, 1 zu 4,33 heißt das, die Kardanwelle oder die Eingangswelle muss 4,33 Umdrehungen machen, damit die Ausgangswelle eine Umdrehung macht. Das ist schon relativ kurz, haben wir eher eigentlich im Offroad-Bereich zum Beispiel, da gibt es natürlich noch Größe bis 7 zu 1, aber das ist jetzt ja noch am Rande gewinnt. Dann habe ich verschiedene Zahnräder. Bei Heckgetriebenen oft hinten finde ich sogenannte Kegelradpaarungen, bei Frontgetriebenen oft einfach ein Stirnradgetriebe. Bei Kegelradpaarung muss man darauf achten, die gibt es, ich habe hier mal, die sind zwar vom LKW, aber das Grundprinzip ist gleich. Die kann man immer nur paarweise verbauen. Da ist hier eine Nummer drauf, die Nummern müssen identisch sein, weil die werden im Herstellerwerk aufeinander eingestellt und auch eingelaufen. Die sollte man nicht tauschen. Das ist hier natürlich auch relativ kompliziert, wenn man die jetzt wechselt, um das sogenannte Tragbett und die Tragbettlage auch genau einzustellen, denn das Zahnflankenspiel, da muss man schon ein bisschen Ahnung haben, ansonsten ist das relativ schnell kaputt oder das Ding jault wie eine S-Bahn. VW zum Beispiel bietet relativ viele Übersetzungsverhältnisse an. Da hat man noch das, wenn man die jetzt tauscht, da sind oft Stirnradgetriebe, ich rede jetzt mehr von da frontgetriebenen Fahrzeugen oder Getrieben, da ist oft dieses große Stirnrad ist oft an den Differential Käfig oder Gehäuse genietet. Das würde ich dann auf jeden Fall durch Schrauben verstärken, weil das ist auch ein Schwachpunkt, vor allem wenn ich relativ viel Leistung fahre. Solche Sachen oder auch eben wie gesagt, so ein Kegelradgetriebe tauschen, da muss man schon Erfahrung haben und das würde ich nur vom Fachmann machen lassen. Manchmal bringt es jetzt auch, wenn ich zum Beispiel bei BMW zum Beispiel, nämlich ein Differential vom, sagen wir jetzt 328er habe ich und nehme jetzt eins vom 325er, das ist ein bisschen kürzer, das Auto ist agiler, das ist relativ einfach zu tauschen. Die Möglichkeit habe ich auch in dem Fall. Da muss ich jetzt nicht das komplette Differential tauschen, Kegelradgetriebe tauschen, sondern nur ich nehme das komplette Differential und baue das einfach um. Das ist oft einfacher. Zusammengefasst kann man sagen, das Achsgetriebe, wie gesagt, hat einen entscheidenden Einfluss auf die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit meines Fahrzeuges. Was jeder haben möchte, ob nun kurz oder lang, das bleibt jedem selben überlassen, hängt natürlich auch viel von ab, was habe ich für einen Motor. Wenn ich jetzt einen großvolumigen V8 habe, vielleicht noch mit Kompressor, da kann ich natürlich eine lange Übersetzung nehmen, weil der so viel Bums hat. Da kann ich damit ruhig trotzdem fahren. Wenn ich jetzt einen kleinen habe, wo ich sage, braucht Drehzahl, dann muss ich natürlich sehen, dass ich ein etwas kürzeres Übersetzungsverhältnis nehme. Das wäre jetzt nochmal grob als Richtwert genannt. Und ja, man kann da viel machen, um wie gesagt, die Agilität seines Fahrzeuges individuell zu gestalten. Jetzt kommt wie immer ein neues Soundrätsel und die Auflösung vom letzten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.